einigt sich Kennedy mit Khrushchev in Geheimverhandlungen über den Abzug der Mittelstreckenraketen aus der Türkei und darüber, dass diese Raketen hier von Kuba abgezogen werden mussten. Nach außen hin sah das so aus, als wäre Khrushchev unterlegen gewesen. Aber was Khrushchev geschafft hatte, ist immerhin, diese Raketen aus der Türkei abzuziehen. Kennedy stand wieder einmal als strahlender Sieger da, war es aber nicht. Er musste Zugeständnisse machen. Und das hat an vielen Stellen für große Hakeleien gesorgt. Und ich sage jetzt mal, so wie ich das sehe, auch die gesamte Politik zwischen den beiden Blöcken in den nächsten Jahrzehnten beeinflusst. Fidel war stinkend sauer, weil mit ihm hat keiner gesprochen. Khrushchev hat ihm ein Telegramm geschickt, einen Tag später, und hat gesagt, mein lieber Genosse Fidel Castro, Sie waren für den Einsatz der atomaren Sprengköpfe. Ich halte diesen Vorschlag für inkorrekt. Das konnte ich nicht machen. Khrushchev war vielleicht ein ungehobelter Bauernsohn, der immer so ein bisschen sich von diesem aalglatten Kennedy, diesem strahlenden Saubermann, der mit Marilyn Monroe sich zeigte und natürlich immer so ein bisschen in den Schatten gestellt sah. Ja, das hat ihn gewurmt. Aber auf der anderen Seite war Khrushchev kein Unmensch. Und ich glaube nicht, dass Khrushchev den Plan hatte, diese atomaren Sprengköpfe je einzusetzen. Auch Fidel nicht. Aber was Fidel wollte, er wollte eine Garantie von den USA, dass die USA nie wieder in Kuba militärisch eine Invasion macht. Das heißt, das, was in der Schweinebucht 1961 versucht worden war, nie wieder passiert. Und ich möchte das nur noch mal sagen. 1985 unter Reagan ist man nach Granada eingefallen, weil es dort einen sozialistischen Präsidenten gab. 1989 ist man in Panama eingefallen, weil es dort einen Präsidenten gab, mit dessen Regierung man nicht zufrieden war. In Kuba nie wieder. Nie wieder in Kuba. Das heißt, letztlich hat die Kuba-Krise auch dazu geführt, dass sich bis heute der amerikanische Goliath nicht mehr an seinen kleinen David-Bruder hier in der Karibik herangetraut hat, weil er sich zweimal furchtbar die Finger dran verbrannt hat. Das ist eine Konsequenz, die weltpolitische Bedeutung hat. Aber ich glaube, es gibt andere Konsequenzen. Khrushchev, 2 Jahre später, war er weg vom Fenster. Da hat sich Brezhnev in der Parteiorganisation nach oben gearbeitet und hat letztlich Khrushchev innerparteilich weggeputscht. Ja, warum? Weil das war eine große Niederlage, auch in der Partei. Und dort hat er viel Ansehen verloren innerhalb seiner eigenen Partei. Und deswegen hat man Khrushchev auch absetzen. Eine andere Konsequenz ist, jetzt fängt die Sowjetunion an, weil sie nie wieder so klein dastehen will wie nach der Kuba-Krise, Waffen zu produzieren, wie Khrushchev das selber mal sagte, wie Würste. Aber das hat Konsequenzen. Wenn ich das ganze Geld, was ich habe, in Waffenproduktion stecke, habe ich es an anderer Stelle nicht mehr. Ich glaube, dass die Sowjetunion sich pleite gerüstet hat. Und das könnte durchaus eine Konsequenz der Kuba-Krise gewesen sein. Der Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahre 1991, der unter anderem auch ein wirtschaftlicher Zusammenbruch gewesen ist. Eine andere Konsequenz, und da gucken wir immer nicht so drauf, aber Kuba ist ein winzig kleiner Staat, 110.000 Quadratkilometer, ein kleiner Staat, von Weltgeltung. Warum? Was hat Fidel gemacht nach dieser Kuba-Krise? Gesagt, wir müssen uns vernetzen mit anderen Staaten in dieser Welt, mit anderen Drittweltstaaten. Das heißt, diesen Staaten werden wir militärische, werden wir technische, werden wir auch bildungspolitische und medizinische Hilfe leisten. Das heißt, wir werden uns mit denen verbinden. Mit Haiti, mit Staaten in Schwarzafrika, mit Angola zum Beispiel hat das in den 70er Jahren gemacht, als Angola 1971 nach der Revolution in Portugal mir nichts, dir nichts, sang- und klanglos in die Unabhängigkeit gelassen worden ist, hat sich dort ein sozialistischer Präsident durchsetzen können. Der hätte sich nie durchgesetzt, wenn er nicht von Kuba unterstützt worden wäre. Fidel hat dem Geld und Waffenhilfe und Soldaten und Generäle geschickt. Einen seiner besten Freunde, Arnaldo Ochoa, der hat dort in Angola den Krieg gegen Südafrika geleitet, bis ins Jahr 1989. Und bis heute hat Kuba beste Kontakte nach Angola. Und vielleicht haben Sie das noch ein bisschen im Kopf. Gegen wen hat denn Angola dort Krieg geführt?
gegen das Apartheidssystem in Südafrika. Es waren die Südafrikaner, die dort gekämpft haben, an der Grenze zu Angola. Namibia war damals Protektorat und noch nicht unabhängig. Protektorat von Südafrika. In Angola saßen die Kubaner und haben die Quito-Karnevale 1989, eine Schlacht gegen Südafrika gewonnen, diesen Krieg gewonnen. In der Folge müsste sich Südafrika aus Namibia zurückziehen. Namibia wurde frei. Namibia hat gute Kontakte zu Kuba. Bis heute kommen viele Medizinstudenten aus Namibia nach Kuba. Und Kuba hat von Anfang an einen Mann unterstützt, der lange, lange Jahre als Oppositionsführer im Gefängnis saß, Nelson Mandela. Nelson Mandela, als er frei war, 1991, der erste Staatsbesuch, den er gemacht hat, war nach Kuba. Das war der erste Staatsbesuch. Weil für ihn, Nelson Mandela, wäre dieses ganze Apartheid-System in Südafrika nie zusammengebrochen, wenn dieser Krieg nicht gescheitert wäre gegen Angola, wo die Kubaner maßgeblich an den letzten Schlachten beteiligt gewesen sind. Das heißt, die Internationalisierung der kubanischen Revolution, das ist auch eine Konsequenz aus dieser, ja, für Fidel war es eine Niederlage in der Kuba-Krise. Aber noch eine Konsequenz, auch die Freundschaft von Fidel und Ernesto Che Guevara hat sehr gelitten in diesem Jahr 1962. Und Che hat dem Fidel wahrscheinlich mehrfach gesagt, pass auf, die Sowjets, die taugen nichts. Die haben uns fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Ich werde mich auf einen anderen Weg begeben. Und Che geht dann immer mehr mit der chinesischen Revolution auf Tuchfühlung, reist auch mehrfach nach China, baut die Handelskontakte zu China aus, während Fidel im Jahr 1963 in die Sowjetunion eingeladen wird, gibt sehr schöne Fotos, wie er mit Khrushchev Ski fährt, wirklich tolle Bilder, Fidel mit der Pelzmütze da im Schnee, und den Lenin-Friedenspreis bekommt und damit befriedet wird, da, ja, weil er hat sich wirklich gegen Khrushchev gestellt, er hat hier eine Rede gehalten. Er hat also Khrushchev als Schwulen beschimpft, das war also ganz furchtbar für diese Macho-Riege, Khrushchev und Fidel, als Fidel ihn also als Schwulen beschimpft hat. Und sie haben sich wieder angenähert, Khrushchev und Fidel. Und dann, als Brezhnev die Macht übernimmt, Schulterschluss immer stärker, Fidel und Brezhnev, und seit 1965 haben wir eine komplette Durchsozialisierung, eine Durchsowjetisierung der kubanischen Gesellschaft, also das heißt Enteignung von Bauern über 67 Hektar, kommen mehrere Landreformen und 1968 dann haben wir die letzte große Reform hier in Kuba, die dann auch alle Privatbetriebe enteignet. Alle Privatbetriebe enteignet hier in Kuba. Das heißt, es gab keine privaten Fliesenleger mehr, keine privaten Schreiner mehr, keine privaten Techniker mehr. Die waren alle nur noch an Staatsbetrieben beschäftigt. Nur Kleinbauern durften noch das Land behalten, auf dem sie lebten und arbeiteten, wenn es kleine Betriebe waren. Aber ihre ganze Produktion mussten sie an die Kooperativen abgeben. Das heißt, wir sprechen seit 1965 hier in Kuba vom grauen Jahrzehnt, vom sowjetischen Jahrzehnt, 1965 bis 1975, eben die Hochzeit der Brezhnev-Ära, war das graue Jahrzehnt auch hier in Kuba, die durch Sowjetisierung der kubanischen Gesellschaft. Das hat diesem Land überhaupt nicht gut getan. Kuba war abhängig von der Sowjetunion. 1989 bekam Kuba jedes Jahr über 5 Milliarden Militärhilfe und Warenlieferungen aus der Sowjetunion. Kuba war abhängig von der Sowjetunion, so wie Kuba zuvor abhängig von der USA gewesen ist. Und dann brach 1991 die Sowjetunion zusammen. Fidel war kein Freund von Gorbatschow. Gorbatschow kam, ich glaube, 1985 hier zum Staatsbesuch. Man merkte, die beiden Männer verstanden sich nicht. Ich glaube, Gorbatschow hat ihm auch so hinter der Hand zu verstehen gegeben. Also eure Kredite, die kann ich leider nicht tilgen. Ich muss eure Schulden weiterhin halten. Und in Zukunft werden wir euch auch nicht mehr so viel Geld und so viel Waren liefern können, denn wir sind pleite. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist gelaufen. Und Fidel hat sich von Glasnost und Perestroika harsch abgewandt,
hat sich sehr kritisch immer wieder über Gorbatschow geäußert und hat immer wieder gesagt, Perestroika und Glasnost für Kuba nicht. Das geht nicht. Und er hat sich bestätigt gefühlt im Jahr 1991, als die Sowjetunion zusammenbrach. Und dann war natürlich Kuba eines der letzten sozialistischen Länder auf dieser Welt, aber ohne die Unterstützung der Comecon-Staaten. Das heißt, es beginnt eine furchtbare Zeit für die Kubaner, der Periodo Especial, die Spezialperiode, in der die gesamte Wirtschaft Kubas zusammenbricht. Die Kubaner verdienen nur noch 10% von dem, was sie zuvor verdient haben. Das heißt, die Kaufkraft des kubanischen Peso ist so zusammengebrochen, weil auch auf den internationalen Märkten die Zuckerpreise so zusammengebrochen sind. Das Ganze hat Kollateralschäden. Ich möchte Ihnen nur einen nennen, den finde ich so sprechend. Kühe und Milch. Was für Kühe hatte Kuba in den 70er und 80er Jahren? Holsteinkühe natürlich. Die besten Milchkühe der Welt. Aus der DDR. Die kamen da so aus Mecklenburg-Vorpommern. Die sind hier nach Kuba gebracht worden, sind in Staatsfarmen hochgepäppelt worden, mit Kraftfutter, das auch aus der DDR geliefert worden ist. So, und jetzt ist 89 die DDR weg. Was macht die neue BRD? Die sagt, die Staatsverträge mit Kuba, die interessieren uns nicht. Die werden nicht mehr erfüllt. Kein Kraftfutter für die kubanischen Kühe. Was machen die kubanischen Kühe? Die sagen, naja, draußen auf der kubanischen Wiese, das Gras fresse ich nicht. Koliken, Wumms, umgefallen, alle kubanischen Milchkühe, jod. Keine Milch mehr. Das sind Kollateralschäden dieses Zusammenbruchs des gesamten Comecon-Systems. Keine Milch mehr in Kuba. Bis heute ist es so, dass nur die Kinder Anrecht auf Milch haben. Und alle anderen haben keine Milch. Weil die Kühe, die heute auf den Weiden hier stehen, bei den kargen Weiden, auch wenn das mittlerweile Mischungen sind aus Holsteinkühen und Zebu-Rind, das heißt, die sind schon durchaus gegen Parasiten der Tropen gefeit und gegen das Klima gefeit. Aber die bringen vielleicht 20 Liter Milch. Eine kubanische Kuh in den 80er Jahren brachte 110. Ich weiß, Sie glauben, ich lüge, aber ne, ist so. 110 Liter Milch am Tag. Und damit waren die kubanischen Milchkühe die potentesten Milchkühe der Welt. Sieg des Sozialismus, die hat man hochgepäppelt, die armen Kerle. Ja, und die Euter krachten unter so viel Milch. War egal, das war Sieg des Sozialismus. Man hat die Kühe wirklich auf Milchproduktion getrimmt, um ein Politikziel zu erreichen. Milch für alle Kinder zum Knochen- und Zähneaufbau bis 16 Jahre und zum Erhalt der Knochen und Zähne bei den Senioren ab 60 Jahren. Das war ein Revolutionsziel. Das hat man auch umgesetzt, aber nach 1989 nicht mehr. Bis heute ist die Milchproduktion nicht mehr auf dem Stand der 80er Jahre. Das heißt, man nennt die 80er Jahre auch die Zeit der fetten Kühe. Años de las vacas gordas. Und als Gegenpol steht dazu der Periodo Especial en tiempos de paz. Spezialperiode in Friedenszeiten. Wenn mir heute ein Kubaner sagt, du bist so speziell, dann sage ich immer, bin ich so speziell wie der Periodo Especial? Na, danke schön. Das war das letzte Gespräch, was wir geführt haben. Weil wenn man hier in Kuba Especial sagt, dann denken alle an den Periodo Especial, wo es nichts zu essen gab. Weil, habe ich kein Öl, kam ja kein Öl mehr aus der Sowjetunion, kann ich auch landwirtschaftliche Produkte nicht mehr in die Stadt bringen. Es gab kein Essen mehr in der Stadt. Die Leute haben in Havanna angefangen, Schweine in der Badewanne großzuziehen, Schweine auf den Balkonen zu ziehen, Schweine auf den Dachterrassen zu züchten. Die ganzen Parkanlagen sind abgeholzt worden, weil es gab ja keinen Brennstoff mehr, es gab keine Bäume mehr. Heute noch sind Plätze in Havanna kahl, weil keine Bäume da stehen, abgeholzt worden. Weil man brauchte Brennstoff. Man hat angefangen, Parkanlagen umzugraben und Kartoffeln anzusetzen. Salat anzubauen, Tomaten anzubauen, in der Stadt. Weil es gab kein Benzin mehr, um die Waren in die Stadt zu bringen. Man hat angefangen, riesige Zugmaschinen einzusetzen für den Personentransport. Man hat 3 Stadtbusse von Havanna genommen, hat die aufgeschnitten, hat die zusammengeschweißt, hat diese Camellos gebaut. So riesige Zugmaschinen mit hinten 3 Bussen dran gehängt sozusagen, die man aneinander geschweißt hat.
Gamaeus, weil es war kaum noch Treibstoff da. Das bisschen Treibstoff, was man hatte, hat man dann bei einer Zugmaschine kostensparend eingesetzt. Und. Kuba ist zusammengebrochen. In einem Jahr, von 1992 auf 93, ist das Bruttoinlandsprodukt von Kuba auf 40% abgesunken. In einem Jahr. Also man kann sich diese Katastrophe nicht schlimmer ausmalen. Und das prägt die Kubaner bis an den heutigen Tag. Nach dem Zusammenbruch des Sozialismus hat Fidel eine große Rede gehalten, das ist 91 oder so. Vom Sozialismus zum Tourismus. Das neue Politikziel war, internationale Gäste nach Kuba zu bringen. Bis dahin kamen, ich sag jetzt mal, die Parteibonzen und Helden der Arbeit nach Kuba und machten hier sozialistisch geprägte Parteiferien. Alle die, die in der Partei waren, kamen mit der Interflug über Kanada hier nach Kuba. Wenn sie nicht in Kanada schon ausstiegen, aber dann gingen sie bis nach Kuba, machten hier ihre Ferien. Also das heißt, schon in dieser Zeit wurde Kuba ein sozialistisches Ferienparadies. Und das baute man aus. Man lud die Melia-Gruppe aus Spanien ein, die A10-Gruppe, die Iberostar-Gruppe nach Kuba ein und hat den Tourismus aufgebaut und ausgebaut. Und das ist natürlich zu einer neuen tragenden Säule des Staates geworden. Und wenn wir uns heute eben angucken, wie sieht es aus in der wirtschaftlichen Kraft, ist der Tourismus Platz 2 der heutigen Hitliste für das Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, mit, so hat es die Partei Ende letzten Jahres gesagt, 5 Millionen Touristen, ich habe sie nicht gesehen, ich sag mal zwischen 3 und 4 Millionen Touristen jedes Jahr, ist das natürlich eine tragende Säule des Staates. Aber Tourismus war bis vor 2 Jahren ganz, ganz groß und stieg immer an. Seitdem Fidel tot ist, seitdem Obama hier war, waren halt auch viele Leute hier, die das sich angeguckt haben und jetzt nicht mehr kommen. Vielleicht auch viele, die gesagt haben, Hotelstandard schlecht, dafür aber sehr teuer. Muss ich nach Kuba? Weiß ich nicht. Hat vielleicht nicht so der Pharma Kuba zugetragen. Also, wir haben momentan einen einbrechenden Tourismus. Und das merkt man überall. Und ich glaube, es fehlt hinten und vorne an Geld, weswegen auch kein Geld da ist, Hühnchen zu kaufen im Ausland, andere Lebensmittel zu kaufen im Ausland, Öl einzukaufen im Ausland, um die Bevölkerung zu versorgen. Und alle malen ein sehr düsteres Bild, in dem immer wieder gesagt wird, wir erleben hier wieder eine kleine Periode, especial in den letzten Monaten, weil viele Dinge einfach in unserem Leben fehlen. Die sind nicht da und die sind nur gegen Devisen zu kaufen, aber nicht gegen das Geld, was jeder Kubaner in der Tasche hat, nämlich den Peso Cubano. Da läuft das System nicht mehr rund. Und deswegen sind alle momentan sehr beunruhigt und gucken auf diese Versorgungsengpässe, die alle kennen, aus den 90er Jahren und keiner mehr haben will. Und deswegen sehen wir an dieser Stelle offen den Vorhang und schauen betroffen auf all die offenen Fragen, die wir haben. Ja? Und gucken in die Zukunft, wie wird sich Kuba entwickeln? In den letzten 10 Jahren unter Raúl Castro hat sich viel getan. 200 Berufe sind in einer Liste eingetragen, in denen Privatwirtschaft praktiziert werden darf. Es gibt schon über eine halbe Million Arbeitsplätze im privaten Sektor. Das heißt, der staatliche Sektor ist auch als Arbeitgeber immer stärker rückgängig. Die Privatwirtschaft im Vormarsch. Aber seit einem Jahr hat der Staat über Besteuerungsgesetze ganz starke Bremsklötze angelegt. Deshalb weiß man nicht, wie wird sich privates Engagement in den nächsten Jahren ausbilden können. Viele Leute haben ihre Privatrestaurants schon wieder zugemacht in Havanna, weil keine Touristen kommen, die Besteuerung zu hoch ist, die spielen das Geld nicht mehr ein. Also Privatwirtschaft pro vadis, eine große, große Frage. Und der Staat baut Hotels wie ein Verrückter. Warum? Weil er will natürlich den ganzen Privatunternehmen, die kleine Privatpensionen betreiben, die Gäste wieder abnehmen. Und deswegen wird momentan von Staatsseite alles Geld in den Bau neuer, schöner Hotels gesteckt. Ich glaube, das ist eine falsche Entscheidung. Aber wir werden sehen, wohin der Wagen rollt. Momentan gucken alle sehr vorsichtig und sehr aufmerksam auf das, was
Moment, Raúl Castro ist immer noch Chef der Kommunistischen Partei. Das heißt, die Familie Castro ist nach wie vor im politischen System höchst präsent und die gibt auch nach wie vor die Politikziele vor. Miguel Díaz-Canel hat seit etwa einem Jahr jetzt das Ruder übernommen. An Raúls Stelle als Chef des Ministerrats, als Chef des Staatsrates, also vulgo als Präsident Kubas. Wir werden sehen, wohin sich Kuba entwickelt und wie weit die kubanische Revolution tragen wird. So, und da machen wir einen Punkt. Das war heute Morgen nochmal ein ganz, ganz großes Kapitel. Die Geschichte Kubas von 1492 bis ins Jahr 2019.